Tipps und Trendszeit hier bei ARGO-TV dazu. Hallo und herzlich willkommen. Ja, nun sind wir tatsächlich wieder voll im Winter angekommen. Und gerade auch im Winter ist die Natur im Allgäu ein Traum. Auch mit Quad-Touren kann man das Allgäu kennenlernen und dabei jede Menge Spaß haben. Seit vielen Jahren bietet Helmut Baldauf unter dem Namen Helles Quad-Tours solche geführten Touren an. Wir haben mal eine dieser Touren ein Stück für Sie mit begleitet. Sicherheitsanweisung von Helmut Helle Baldauf vor der heutigen Ausfahrt mit dem Quad. Zwar darf jeder ab 18 Jahren mit einem Autoführerschein so ein Gerät steuern, ein bisschen anders fühlt sich das Fahren dann aber doch an. Auf dem Quad das Allgäu zu erleben, ist schon irgendwie faszinierend. Auch das macht auf der Straße Spaß, weil einfach, vor allem, weil es sehr entspannend ist. Nicht stressig, weil wir eben, wie gesagt, wenig befahrene Straßen fahren oder im Gelände. Einfach, man kann sich aufs Fahren konzentrieren. Und natürlich auch auf den Spaß draußen. Mein Adrenalin hat mich komplett überwältigt. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gemacht und ich bin da rumgeflitzt und das ist ein mega geiles Gefühl, wirklich. Das letzte Mal waren wir zum Beispiel in der Kiesgrube, da geht es ja auch voll ab. Und heute waren wir im Wald und über die Wiese, auch mal querfeldein einfach. Das haben wir letztes Mal zum Beispiel nicht gemacht. Das war wirklich, vor allem für das, dass man das nie macht, war es wirklich sofort ein sicheres Gefühl. Hammermäßig, also für mich das erste Mal und vor allem perfektes Wetter erwischt. Und perfekte Leitung, also besser geht's eigentlich gar nicht. Wem das Angebot von Helle im Allgäu nicht reichen sollte, in den Wintermonaten bietet er auch im afrikanischen Namibia Quad-Touren und Jeep-Safaris an. Egal ob in Afrika oder im Allgäu, Touren mit Helle sind auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Verreisen, aber sicher. Auch Busse und Reisebusse können laut Betreiber Corona-sicher betrieben werden. Derzeit gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht im Bus. Selbst längere Busreisen seien demnach unter bestimmten Voraussetzungen möglich, so Helmut Berchtold. Er ist der Geschäftsführer eines bekannten Bus- und Reiseunternehmens hier im Allgäu. Bei Berchtold Reisen in Kempten, gleich gegenüber der Residenz, spürt man eins vom ersten Moment an. Hier werden Service und familiäre Atmosphäre großgeschrieben. Kein Wunder, schließlich ist es ja auch ein Familienunternehmen und das schon seit 1924. Egal ob Fernreise mit dem Flugzeug zu exotischen Zielen, Strandurlaub oder der kurze Städtetrip per Bus zu den schönsten Orten Europas. Hier gibt es für jeden Geschmack das passende Angebot, um Fernweh zu lindern. Stichwort Bus. In der eigenen Busflotte schreibt man Hygiene und Gesundheit ganz groß. Deshalb wird täglich ein spezielles Ozongerät eingesetzt, das mögliche Krankheitserreger zuverlässig abtötet. Zwischendurch wird auch immer wieder gelüftet und beispielsweise Handläufe regelmäßig desinfiziert. Doch das ist noch nicht alles. Während der Fahrt selber haben wir im Bus eine sogenannte Hochleistungslüftungsanlage, die alle 4 Minuten die komplette Luft austauscht im Fahrzeug. Zum Vergleich, in einem normalen Zimmer findet ein Luftaustausch so ungefähr ein halbes Mal pro Stunde statt. Also von daher ist das was Besonderes. Wir haben aus den Fahrzeugen bei uns teilweise die Hälfte der Fahrgastsitze rausgebaut. Auch im Büro und in der Verwaltung geht es nicht nur hochprofessionell, sondern gleichzeitig sehr familiär zu. Hier werden die nächsten Reiseangebote geplant und entworfen, um Fernweh möglichst erst gar nicht aufkommen zu lassen. In 2020 sind laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels mehr als 7.900 Kinder- und Jugendbücher neu erschienen. Doch nicht jedes dieser Bücher ist für jedes Kind auch gleichermaßen geeignet. Eine wunderbare Beratung bietet die Buchhandlung Pröbster gegenüber der Kemptner Basilika. Die Buchhandlung Pröbster in Kempten steht seit vielen Jahren für eine durchdachte Auswahl an Büchern. Sie steht aber auch für hervorragenden Service und jede Menge Know-how, was den angebotenen Lesestoff angeht. Besonders bei Kinder- und Jugendbüchern schätzen viele Pädagogen das Fachwissen und die hohe Beratungsqualität hier. Also wir machen jetzt gerade im Kindergarten dann das Apfelmännchen. Ja, ist ein ganz altes Buch, eine alte Geschichte. Und wenn ich sowas habe, dann rufe ich an und sage, das brauche ich. Und dann kümmern sich Frau Schrankenmüller drum. Wenn ich sage, wir brauchen zum Thema St. Martin, Nikolaus, Herbst, irgendwas. Es ist immer irgendwas Passendes da, wo man
meistens gleich mitnehmen kann oder eben bestellen. Auf der einen Seite war es Belletristik für die Kinder, was die Bücherei angeht, was Geschenke anging für Kinder. Da ging es um die Jahrgangsstufe. Da kamen sehr gute Vorschläge. Und das andere war natürlich im fachlichen Bereich Arbeitshefte, Arbeitsbücher, bei denen auch eine große Auswahlmöglichkeit da waren, bei denen wir auch die Empfehlung bekommen haben. Zum Beispiel, ob eine CD dabei ist, ob die Zulassung schon da ist. Eine große Auswahl gibt es aber auch beispielsweise bei Krimis oder bei Sachbüchern. Ganz klar ist, bei Pröbster kennt man sich mit Büchern aus. Hand drauf! Auch die Tracht hat hier bei uns im Allgäu Tradition. Und dabei ist sie doch vielfältig, modern und oft ein bisschen anders, als man denkt. Besondere Dirndl und Lederhosen, die gibt es bei Achim Klein und seinem Team von der Almwelt in Kempten. Ein Blick ins Almwelt-Stammhaus in der Kemptener Innenstadt. Wer auf der Suche nach einer schönen Tracht oder einem Stück moderner Tradition ist, hier ist man definitiv an der richtigen Stelle. Die Auswahl ist groß, die Beratung erstklassig und wer sich mit dem Personal hier unterhält, merkt gleich, Offenheit und Freundlichkeit werden hier ganz groß geschrieben, eben passend zum Grundkonzept der Almwelt. Wir sind Tracht, aber trendbewusst, frisch, modern und fetzig. Bei uns geht es natürlich, egal ob die Allgäuer Tracht oder für Vereine natürlich auch, eine speziell angefertigte Tracht, ob zusätzlich moderne Hemden zu einer tollen flippigen Weste, wir können alles anbieten. Was man hier auch gleich merkt, das gesamte Almwelt-Team lebt diesen Gedanken von frischer Trachtenwelt und moderner Tradition. Und das nicht nur im Stammhaus in Kempten, sondern auch in den Filialen in Memmingen, Salzburg, Augsburg und Straubing. Das Beste an der Almwelt aber ist, von dem freundlichen Team und der großen Auswahl mal abgesehen, dass es auch einen umfangreichen Shop im Internet gibt. Egal ob Lederhose oder Haferlschuh, ein Blick auf die Homepage lohnt sich bei der Almwelt auf jeden Fall. Die Küche. Sie ist bei uns zu Hause so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt. Deshalb sollte sie immer auch ein Ort zum Wohlfühlen sein. Falls auch Sie noch auf der Suche nach Ihrer Traumküche sind, dann schauen Sie doch mal bei Küchen Trunzer vorbei. In Waltenhofen-Hecke oder auch Markt Oberdorf können Sie alles ganz nach Ihren Ansprüchen maßschneidern lassen. Groß und gemütlich ist es geworden, das neue Stammhaus von Küchen Trunzer in Waltenhofen-Hecke. Hier sollen sich die Kunden vom ersten Moment an zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Dazu gehört selbstverständlich eine umfassende Beratung in lockerer Atmosphäre. Professionelle Planung wird hier ganz groß geschrieben. Was die Auswahl und Präsentation angeht, da haben die Küchen nun mehr Raum zum Atmen und sich mit allen Möglichkeiten und Raffinessen zu präsentieren. Nur eines von mehreren Auswahlkriterien für den neuen Standort. Ja, wir sind jetzt in eigenen vier Wänden. In Waltenhofen-Hecke, direkt an der B19 jetzt. Auch ein schöner Standort, wo man direkt von der Straße aus zu sehen ist. Und ja, freuen uns jetzt in einem größeren Gebäude, im Prinzip mit mehr Luft und sehr detailgetreuen Planungen hier, die Kunden zu begeistern. Neu im Programm von Küchen Trunzer sind Küchen des auf Naturholz spezialisierten Herstellers Team 7. Aber auch sonst gibt es hier alles, was man in einer modernen Küche so erwartet. Und in vielen Fällen auch deutlich mehr. Das Angebot reicht von cleveren Detaillösungen bis hin zu nützlichen Spielereien. Mit dem neuen Stammhaus in Waltenhofen-Hecke hat Küchen Trunzer eines deutlich gemacht. Wer im Allgäu auf der Suche nach einer hochwertigen Küche ist, der macht mit einem Besuch bei Trunzer definitiv alles richtig. Der Trend zum Reisen mit Wohnmobil oder Wohnwagen hält weiterhin an. Allein im letzten Jahr wurden laut ADAC erstmals über 100.000 Freizeitfahrzeuge zugelassen. Wenn Ihr Wohnmobil mal defekt sein sollte oder auch ein Upgrade benötigt, dann bringen Sie es am besten zur Caravan-Klinik nach Wiggensbach. Egal welcher Hersteller oder welches Baujahr, hier kann man fast alles reparieren, restaurieren oder tunen. Die Caravan-Klinik Allgäu in Wiggensbach ist eine absolute Top-Adresse, wenn es um Wohnwagen und Wohnmobile geht.
Egal ob professionelle Aufbereitung, bevor es wieder auf Tour geht, die Reparatur von Bordelektronik oder auch der Innenausstattung. Bei der Caravan-Klinik Allgäu kümmert man sich um alle Modelle aller Hersteller und aus jedem Baujahr. In welchem Zustand die Gefährte sind, ist dabei egal. Wir haben oft Fahrzeuge da, wo eigentlich abgeschrieben sind, Totalschäden, wo wir wieder richten. Wenn man den Techniksektor ein bisschen anschaut, das umfasst natürlich viel Elektronik in einem Fahrzeug. Da sind etliche Kabel und Schalter und Zeug verbaut. Gerade was jetzt natürlich im Boom ist, ist autarkes Stehen. Das heißt, die Fahrzeuge stehen ohne Stromanschluss. Da bietet sich natürlich Solaranlage an. Das verbaut man, da werden verschiedene Regler eingebaut, Batterien. Solche Solaranlagen werden in der Caravan-Klinik ebenso professionell installiert wie beispielsweise auch Markisen, die im Sommer Schatten rund um den Anhänger spenden können. Besonders beliebt sind derzeit auch sogenannte Mover. Mit ihrer Hilfe kann man Wohnanhänger auch auf engstem Raum mit einer Fernsteuerung millimetergenau bewegen. Den Einbau übernimmt auch hier, na klar, die Caravan-Klinik Allgäu in Wickensbach. Und das Beste ist, wer ein Wohnmobil mieten möchte, wird hier ebenfalls fündig. Ja, ohne unser Smartphone sind wir heutzutage schon fast aufgeschmissen. Gut, wenn man da eine Handyreparatur kennt, die ihr Gerät schnell und unkompliziert wieder in den Griff bekommt. So wie die Express-Handyreparatur in Kempten. Express-Handyreparatur in der Kemptener Fußgängerzone. Bei praktisch allen Fragen rund um kaputte Mobiltelefone, Tablets, Laptops oder auch Apple-Geräte haben die Spezialisten hier die passende Antwort. Egal ob kaputtes Display, Wasserschaden oder eine defekte Platine. In der hauseigenen Werkstatt können viele Reparaturen sofort selbst vorgenommen werden. Das hält die Wartezeiten für die Kunden meist sehr kurz. Ein oft gegebener Rat an Sie lautet deshalb: Wenn Sie noch etwas zu erledigen haben, machen Sie das. Wenn Sie zurückkommen, ist Ihr Gerät fertig. Wir reparieren Handys, wir reparieren Tablets, wir reparieren PCs, wir machen Handyverträge, wir haben Zubehör. Also eigentlich rund ums Handy kann man bei uns alles machen. Zum Beispiel Displaytausch, Akkutausch können wir innerhalb von einer Stunde machen. Es gibt Reparaturen, wo es einfach ein bisschen länger geht, wie Platinenreparaturen. Das ist halt relativ schwer, da einen Fehler zu finden. Wir müssen zum Teil auch Ersatzteile bestellen und dann dauert die Reparatur einfach ein, zwei, drei Tage. Bei Express-Handy-Reparatur kümmert man sich aber nicht nur um kaputte Geräte. Hier bekommt man sowohl Handys, Handyzubehör als auch Mobilfunktarife. Und zwar nicht nur ausgewählte, sondern alle Tarife von allen Netzen. Egal welche Anforderungen ein Kunde also an seinen neuen Vertrag hat, hier hört man zu, analysiert, durchforstet den Tarifdschungel und macht dann das passende Angebot. Und damit sind wir für heute schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ihnen ein paar schöne und gemütliche Tage im Advent. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.